Vielen Dank. Jetzt lese ich. Also das ist Future in the Past oder sowas. Also für den 2.11.2012. Aus meinem Buch. Objects in the Mirror, Closer than They Appear. Das Komische ist, ich habe das hier schon mal irgendwie vorgelesen, aber irgendwie war das nicht so ganz passend. Und jetzt geht's los. 16. Juni 2007. Um 11.39 Uhr im Gras. Also manche wissen genau, was ich brauche. Das ist wie ein netter Weg für Rollstühle. Vielleicht weiß ich deshalb, was... Oh, shit, Entschuldigung. Vielleicht weiß ich deshalb, wie ich es bis hierhin geschafft habe. Und Staatsdiener, ja, die ist, also, liegt an mir was zu ändern? Also ich kann mich denen nicht beugen und wie denn überhaupt? Und ich verstehe überhaupt kein Wort von dem Sinn und manches macht alles, die ganzen Gesetze und Ordnungen, das geht alles gar nicht so. Und wer darf was bestimmen und wer urteilen? Macht. Macht. Hey, vielleicht ist es doch besser, I don't need no one. Ich hasse es, dass ich gerade schreiben tue. Es ist unnütz. Music. JR ist fucked and drugged. Schon wieder. Er scheißt auf mich doch auch, wenn er sich volllaufen lässt. So auf Dauer so, hey. Träumt er wohl nicht mehr so viel? Träume sind manchmal unversöhnlich. Liebe oder was auch immer, es ist verdammt, ja? Oder Geduld lernen, oder was denn jetzt? 18. Juni 2007, morgen Frost. Soll ich rebellisch sein? Schweigen? Nein. Das kann ich nicht. Es ist alles strange, sehr komisch für mich. Die Menschen. Die Menschen. Erstickend teilweise. Teilweise erstickt. Und erstickend teilweise. Wenn ich manche beim Spazierengehen angrinse, bekommen sie Angst. Gott, Satan, Amen, ich verstehe das doch nicht. Das tut doch einfach nur mal kurz oder lang mal kurz gut, hey. Ich denke so viel, wieso? Ich habe mal Bett mit Lemongrass gepimpt. Oh, manchmal gibt es einfach schlechte Zeitpunkte. Grenzen. 24. Juni 2007. And I should free my mind, man. Jetzt geht gerade wieder nichts im Laden. Klein beigeben und sonntags dicht machen. Geht erstmal nicht. Hab keinen Bock drüber zu schreiben. Ciao. 23. Juni 2007. Ich zünde den Erfinder der Kabel und für alle Kabel, die es gibt, eine Kerze an, weil das ist echt sowas Tolles. Wieso bekommt man keinen Führerschein fürs Kinderkriegen? Oder zumindest in der Schule ein Fach? School, school, manche schwul, okay. Liebe und Geborgenheit bekommt man nicht in der Schule. Das ist doch seltsam, dass es heutzutage immer noch keine Kondomwerbung hier gibt im deutschen Television. Was Atatürk wohl dazu sagen würde? Ich weiß es. 25. Juni 2007. Circa 1 Uhr oder 2 Uhr, montags. Du, sie, ich, es. Ich hätte meine Augen heute zulassen sollen. Ich habe alle Hüllen fallen lassen müssen heute. Wieder einmal von jemandem abhängig sein und es nicht, weil sie sich so eine tolle Unterschrift hat. Nein, ich habe mich erklären müssen. Auf dem Ordnungsamt. Oh weh. Könnte ich mich doch nur erklären, das täte meinem Ego-Lein ein bisschen besser. Scheiß Ego. Alter! Egal, Alter. Worte, die sind's wohl nicht, die mich verständlich machen. Aber was sind dann überhaupt, hä? Und wo ist der Grad, wo man jemanden von was auch immer wann überzeugen kann? Use your illusion. Hey, ich bin übrigens hier im richtig geilen Raum drin. Das ist unglaublich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Use your illusion. 4. Juli 2007. Bist du cool?
Was ist das eigentlich für ein Monster, diese Liebe? Follow. I just follow. 7. Juni 2007. Geil, Frost. Ich bin gerade komplett satt. Heute Sonntag. War voll die Hütte. Fuck, nicht? Eine Flasche Sekt habe ich Minimum getrunken und ich musste mich deshalb schlafen legen, leider schon. Und das war wie im Thrill-Vergnügungspark. Die checken nur die Kohle, Mann, die checken nur die Kohle, Mann. Sie trauen sich nicht, wir trauen uns nicht, ich trau mich nicht. Und Pflicht, Fechten, boah, hell, I love shit, Gott, Satan, danke! Also es regnet gerade voll schön neben meinem Ohr, was ja eigentlich gar nicht so ist, aber das könnt ihr euch ja einfach nur mal vorstellen. Und die Bäume haben halt mit mir gesprochen. Einfach sein lassen. Das kam dabei dann raus. Verdammt, allein in den Wald muss ich auch noch, wenn es mal dunkel ist. Das muss ich mir noch vornehmen. Und am besten mit einem Walkman, weil, aber dann bin ich ja gar nicht allein. Dann ist ja der Walkman dabei. Und was mache ich jetzt? Ich werfe Elizabeth in die Luft. Geräusche oder was? Oder wer, die mir Angst einjagen wollen? Oder wer sonst? Ich? Bestimmt. 7. Juli Nacht. Ich liebe mein Geschmacksorgan. Hätte ich keines, wie würde ich ausschauen? Steffen 23 ist gleich ein Kummerpatient gewesen. Und von ihm habe ich gelernt, fuck off. 8. Juli 2007, 16.29 Uhr. Manche Fragen will ich nicht beantwortet haben. Hatschia! Nee. I wanna taste my possibilities. Ebenen wohl ebnen. JR ist wie ein buntes, schimmerndes, roten, rotierendes Regenbogenlicht im Wald. Zu besoffen leider, um es zu realisieren. Und eine krass cool fette Connection haben wir zwei. Wüsste ja echt nicht, Mann, dass es so ein Schluckspecht ist. Und ich werde die Schnapsdrossel. He say that he loves me. Hä? So this is love? Love is a dog from hell. I must find hell in love. Bei Dörfchen gibt's ja auch. Tschüss! Ach so, warum ist er dann aber so krass anders drauf? Und wieso will er so assi durch die Gegend spazieren? Spatzel. Manu. Vielleicht muss er das alles alleine machen. 9. Juli 2007. Don't touch me. Don't touch me. Don't dance with me. Don't look at me. Don't watch me. Don't watch me. Don't breathe with me. And just stop fucking me. 11. und 12. Juli 2007. Dass ich das Data gemacht habe, Mann, hey, wenn ich es mir so überlege, gell, ist es schon echt eine fette Sache geworden. Es langweilt mich alles nur jetzt schon. Das ist ziemlich kacke, auch für alle anderen. Hart ist hart. Stab the judge and take revenge! Gericht zerbricht. Hätte das Data heute nicht aufräumen brauchen, nein, es war völlig für den Arsch, gell? Aber gut, anyway, good morning. 15. Juli 2007. I just prefer fuck, fig and you these times. Frost, 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 ich brauche einen guten Trost. So viele sind so einsam, kalt und krank sie sind. Das macht keinen Spaß mehr. Es macht mich traurig, diese leeren Augen vieler Gäste spiegeln sich in den meinen wieder. Wieder. Und es weihnachtet im ganzen Jahr hier. So viele Geschenke bekomme ich und Wishes und Best Wishes auch. Und für mich und für dich und das und dies und hätte ich mir niemals zu träumen gewagt, gell? Dass ich so viel geile Platten hören darf, man. Und ey, unbekannte Leute kommen hier vorbei und legen einmal auf und werden knallig rot, wenn sie fragen, hey, darf ich mal hier auflegen und so. Oder verstaubte Obis legen wieder auf. Oh, Backe, ey. Das ist so dann auch
Agnes Wirkinski. Das ist wie Seifenblasen halt. Wir sind, glaub ich, zu happy für andere Dryers around. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. It was only a stupid dream, but I never thought about all the plus and the minus. Oh, how to feel. Keine Ahnung, Frost, es ist Ende Juli, Samstag. Krieg ich das Bier umsonst? 3 Euro sind ja voll die Abzocke. Hier ist doch immer voll viel los. Verdienst doch genug. Rum-Cola, machst du aber eine gute Mischung, gell? Sei bloß froh, dass wir keine richtigen Faschos sind, sonst würde dein Laden nämlich morgen nicht mehr hier so stehen. Da schaust du jetzt was, hä? Was willst du denn, du kleine Türkin? Hey, Seifer, wie geht's? Alles klar? Kann ich unsere Sachen in die Küche stellen? Alles klar? Krieg ich ein Bier? Hey, Seifer, na, alles klar? Wie geht's? Wo ist JR? Ein Bier bitte. Ey, ja? JR ist jetzt nicht hier. Er ist weiter, voll trunken. Keine Ahnung wohin. Und die Grabkerzen leuchten mir hier jetzt mal away. Und der Eric sitzt da. Sonst wär's wohl aus mit mir. Tränen reinigen. Kann nicht einschlafen. Vielleicht sollte ich duschen oder rennen. Und irgendwas, but my body isn't awake. Willst du nicht immer versuchen, in Frieden einzuschlafen? Rest in peace? Oder rock in peace? Oder piss in peace, ja? Erst, wirklich erst dann, wenn du tot bist? Stupid! Stupid bleibt stupid. Ist gleich Angst, ist gleich Wille. Cool, dass ich Räucherstäbchen hab und kann Raucher bein. 27. Juli, 17.10. auch. Ich mag so arg meinen Laden, gell? So arg! Der ist so schön geworden. Durch all die Poster, Bilder, Sticker, Dreck und an der Wand und Tags, 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 Teams und Chameleon, Puzzles und überhaupt so Stickers und so. Echt. Chameleon Puzzles. 30. Juli 2007. Hey, hey, Frost! Fällen, treffen, müssen. Mit den Folgen leben. Du bist der König. Du bist der Regisseur. Wachsen, nixen, wichsen, nixen und mixen. Reifen. Gollum. Gollum. Das war, als ich Herr der Ringe angeguckt habe. War ganz anders halt so. Play, Pause, Play, Pause, Play, Pause, Play, Pause. Und so. Some things I don't write. 2. August. Ordnungsamt getanzt. Wie sitze, wie die Leute ihren Laden nennen? Nee. Als Club? Ich hab das im Internet recherchiert. So haben wir nicht gewettet, Fräulein. Ja klar, ich musste insgeheim echt grinsen und hab echt, ja, und dafür gezahlt. 325,25 €. Nicht nur einmal. Ja, fucker. Mann, 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 du ey. Brain Chaos. Wieso bekomme ich das, was ich im Kopf habe, nicht so raus? Dann verhaspel ich mich so total bescheuert, gell? Und lass mich einschüchtern und dann wirklich natürlich unglaubhaft. Ich muss mir vertrauen endlich, ey. Die Frau ist so knallehart, gell? Aber ich glaube, das muss ja auch echt sein in ihrem Job. Ich kann schon verstehen auch manchmal. Aber ich bin so klein noch. Echt? 9. August 2007. Hege, Frost, 0:15 Uhr. Ich liege auf der Couch, ich bin geduscht und ganz Roses ist auch hier. Ich vermisse JR und ich versuche zu relaxen. Es ist nicht leicht, mir fehlt der Alkohol. Und wieso? Ich hatte doch immerhin schon 20.000 Liter bestimmt. Musik, naja, chillen, smoken, trinken, Musik, fuck off. Das Äffel und das Pferdle haben auch nicht viel anders gemacht.
Es ist doch krass, wie man auf andere wirkt, dass man, auch wenn es nur für eine Millisekunde, eine Rolle in dem Leben eines anderen spielt. Und wie wirke ich denn auf andere? Dem Angst? Scheiße. Ich bin wütend, weil JR nicht hier ist, da ich ihn brauche gerade. Ich weiß auch, dass andere ihn genauso brauchen, aber was ist denn los? Elf ist manchmal besser mit 10. Er sagt, ich bekomme so einen blöden Blick, wenn er sagt, er geht weg. Und es stört mich nicht, dass er weggeht, gell? Es stört mich nur, also ich weiß halt nie, ob ich ihn wiedersehen werde oder wie ich ihn wiedersehen werde. Ob er tot ist oder nicht. Ich habe Angst, ihm das zu sagen, weil ich weiß, dass ich mir keine Sorgen um ihn machen soll. Sagen, sagen, sagen. Sage. Sage. Irgendwie schön sagen. This is the city of the dead. So fühle ich mich tatsächlich, hey. Okay, nach dem Piratentee. Alles langweilt mich und zerstört mich. Alles ist mir zuwider. Die Gäste, alles, ey. Pff, alle. Hauptsache, die sind glücklich, ja. Aber ich ist gleich Sackarsch. Alles Show, Mann. Es ist kein Mann mehr. Ein Oberhaupt gegen Mann. Das sind alles Loser. Trotz Macht und Geld sind es Pussys. Die wollen keine neue Welten. Die wollen nur neue Abbilder. Und ich habe ein Abziehbild gefunden auf der Gas. 22. August 2007. Es kommt nicht in Frage, um Mitleid und Gnade zu betteln. Das türkische Volk und seine kommenden Generationen sollten dies niemals vergessen. Mustafa Kemal Atatürk. Kein Mitleid, keine Gnade. August 26. 2007. Hey, es ist schon wirklich anders mit einer Decke. Tischdecke. Das ist Zauberei. Jo, heute habe ich frei und doch nicht. Ich denke, ich bin nicht selber frei in mir und drinnen. Das wird Zeit sein. JR ist erneut wieder umgefallen, diesmal vom Stuhl. Ich habe ihn diesmal nicht aufgehoben. Zu viel Stoff, zu viel Zoff. Muss ich meine Gefühle drehen, mein Verhalten. Eine Art ihm gegenüber hat sich verändert. Verblasst. Aus Hass. Blinde Wut und Zorn und Stupid und Verzweiflung, hey, Kacke, Mann. Ich kann ihn doch verstehen. Mir geht's doch auch genauso, ey. Aber was ist, wenn ich so weitermache? Dann, was? Ach du liebe Zeit. Oh Gott, das geht halt nicht. Ey, das sind Punk-Augenblicke. Ja, ist halt einer der weisesten, denen ich jemals in meinem Leben bisher begegnet bin. Also alles, was er sagt, halt macht den totalsten Sinn für mich. Und das habe ich jetzt begriffen. Ich weiß es nicht. Oh Gott, junge Satan, ey, ich weiß nicht, wie lange die Zeit es gut mit uns meint. Ich weiß nicht, wie ich ihm Danke sagen kann. Danke, Josche. Mann, ey. Fucking hell doubt. 29. August 2007. Kommt ihr noch alle mit? Wahrscheinlich nicht. Ist mir aber scheißegal. Echt, weil jetzt höre ich echt keinen, der irgendwie im Hintergrund irgendwie dumm rumlabert, ja. Vielen Dank für dieses Zimmerchen hier. Ich muss mich vor mir selbst retten. Ich glaube, ich habe starke Selbstheilungskräfte. Das habe ich inzwischen gelernt, bemerkt. Und ich kann nicht jeden und alles retten. Und manches kann ich auch nicht verhindern. Und ja, genau wie ist meine Natur eigentlich? Ich werde doch die ganze Zeit geformt von meinem Hirn, oder nicht? Ich habe tolle Soldaten um mich rum. Ich hab's. Ich und mein Leben, das ist ein tödlicher Einsatz. Mission Erde. Ein Riesenthema ist diese Ill-Communication. Echt, hey. Aber ich darf nicht aufgeben, hey, weil, vielleicht wird sie echt wieder gesund.
MCA, Mann. Rest in peace, motherfucker. Beastie Boys forever. Substance, the end is near. Oh. Substance, the end is near. Substance, the end is near. Oh. Wehe, du bist Türkin, du bist Deutsch. Du siehst gar nicht aus wie eine Türkin. Und deine Kleidung und wie du dich gibst? Nee. Und was ist das mit deinem Kopftuch? Ziehst du es dir auf, wenn du rausgehst? Und isst du Schweinefleisch? Und stört das deine Eltern nicht? Trägt deine Mutter ein Kopftuch? Wieso bist du denn nicht deutsch, wenn du hier geboren bist? Darfst du auch ins Freibad? Wie? Also das ist ja hart. Egal in welcher Sparte ein Mensch mich da ausfragt, ja. 2012 ist es inzwischen immer nur noch dieselben Fragen. Kein Kommentar. Und stoned habe ich das geschrieben. Also nicht das, aber das letzte. Und zwar, never change a running system, hat Wolfie gesagt. Never touch a running system, hat der Rescher gesagt. Und ich sage, cross a running system. Minuten sind vorbei schon. Yes. Okay. Dann ist gut. Ende.